Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate Civil War. Ja, wir haben hier schon eine große Schlacht gestartet. Jetzt müssen wir die Shiloh-Kirche verteidigen oder ist in Gefahr. Wir switchen wieder rüber. Genau, das war unsere Schlacht am Anfang. Der Widerstand der Union ist stärker als erwartet. Ihre Truppen bereiten sich auf einen Gegenangriff vor. Wir sollten die Shiloh-Kirche halten und ihre rechte Flanke unter Druck setzen. Enttäuschen Sie uns nicht, General, sonst werden wir den Rückzug antreten müssen. Oh nö, du kein Rückzug. So, Pause, 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 Pause. Ah, genau. Wir wollten den Supplywagen gerade holen. Die kriegen bestimmt gleich Verstärkung. Kanonen habe ich Befehl gegeben, ranzukommen. Wir haben keine Verstärkung, das muss reichen. The Pound. Ja, mehr kann ich nicht machen gerade. Ich glaube, ist okay. So. Ja, die sind schon geflankt. Unsere Kavallerie flüchtet. Das war's. Das war's. Wo ist Captain? Hier, Captain Heinrich. General Heinrich. Scheiße, ey. Scheiße, ist Kleiber. Nahkampf. Nahkampf ist nicht gut. Nahkampf ist nicht gut. Oh, Jackson hat echt viele Leute verloren, glaube ich gerade. Damit wir an diese Supply-Wagen rankommen. Glaube, das wird gut werden. Bauten sich gleich zurückziehen. Los, kill them all, haut ab, ab, haut da ab. General Grant gesichtet. Er ist gekommen, um zu sehen, wie seine Armee zerstört wird. Ach, das ist nett von ihm. Hier haben wir keine Kanonen. Ah, hier fängt es mich schon an. No Ammo oder Ammo. Und da ist Scheiße. Ah, wir verlieren unser Supply wieder. So, jetzt kann der hier erstmal zu ihmchen. Und er bitte zu meinen Kanonen. Meine Kanonen können ein bisschen nachrücken. So, Position aufgeben, brauchen wir da nicht mehr. Weiß nicht, was mit der Kavallerie da unten machen soll. Obwohl, die Kanonen könnten ja auch mal ein bisschen in der Höhe kommen. Lane-Schützen halten die Linie. Ihr könnt in den Wald rein, würde ich sagen. Ihr auch. Der ist schon im Wald. Und die Position bleibt mal als Backend. Bleibt hier. So. Ach, wie schön, dass sie laufen. Finde ich auch sehr nett von denen. Hab irgendwas vergessen? Hier ist noch was. Scheiße. Ah.
Achso, das war nicht meine Antwort. Ich dachte schon, irgendwer ist wieder gestorben. Irgendwer Wichtiges. So. Kommen wir noch in zweite Linie. Die Kirche halten, ne? Ich würde ja gerne Ausfall machen, aber ich glaube, das werde ich blutig bezahlen. Wir haben schon Jackson schon über. Der war ja fast 600 Mann hat er gehabt. Schon die Hälfte verloren. Angriff zu machen, um die alle in diese Ecke zu pushen. Weil wenn eine, weiß ich, wenn ein hier von diesen Leuten hier, die Jägereinheiten, einmal Feuer kriegen von denen da, ich glaube, dann sind sie am Rennen. Was sind denn die optimale? Komm mal ein Stückchen ran da. Diese Kanone nervt mich, keine Munition mehr. Ja, wir haben den Supply-Wagen geklaut. Ah, der hat noch Munition. Ich versuch's jetzt einfach mal. Vorrücken. Was denn? Immer diese Unterbrechungen. Verdammt. Die Yankees haben sich in der Nähe des Hornissennests verschanzt. Darauf trinke ich erstmal was. Hab mich doch nicht für Kaffee entschieden. So, weiter. Ach, die Blauröcke richten eine zweite Verteidigungslinie ein. Sie versuchen verzweifelt ihre Position zu halten, kreisen sie sie ein und machen sie ihnen die Hölle heiß. Oh Gott. Sie müssen die Verteidigung der Union überrennen, um unseren Weg nach Pittsburgh Landing zu sichern. General, wenn sie scheitern, wird unsere gesamte Offensive in Chaos versinken und zusammenbrechen. Wir zählen auf sie. Lass mal eine Pause, ich weiß gar nicht, wo ich war. Genau, das war mal. Das war falsch. Jenkins muss zurück. Und eigentlich sind wir hier gerade nirgendwo am Durchbrechen. Ich glaube am ehesten hier links. Aber hier ist schon ganz schön massiv. Also vom Wegen, hier ist kaum bewacht. Aber vielleicht sollte ich sie doch hier so leicht rumschicken, aber könnte ich vielleicht mit diesem Martin machen. Aber erstmal muss Jenkins zurück. Ganz viele Trompeten hier. Hier, hol Jenkins zurück. Ja, das war ein Fehler. Der hat halt leider jetzt ein bisschen Truppen verloren. Das war ein teurer Fehler. Alles ist hier auf dem Hügel. Weiter vorrücken. Kanonen bitte dahin. Das ist davor.
habe ich mehr Angst vor den Enderman. So, Kanon auf die Mitte. Ich habe Angst vor die Mitte. Los, los, los. Weiter zurück. Ich muss aufpassen, dass ich auf einer Seite nicht zu viel, ich weiß nicht, damit ich nicht da irgendwie zu sehr auseinandergerissen werde. Da habe ich ein bisschen Angst vor gerade. Williams, der schaut in unsere Richtung. Der sieht gut aus. Und der nach vorne. Ha, 2000 Mann laufen. Hammer. Der Lowman, auch raus. Kanonen nachsetzen. Ihr dürft wieder schießen. Ihr müsst euch. Ich würde euch hier hinstellen. Dauert zwar ein bisschen länger, aber. Wir wollen wieder einkesseln. Warum lebt ihr noch? Nein. Doch nicht.
weiter vor, Kanonen weiter vor. Alles ist gerade am Marschieren. Ne, ich glaube, ihr könnt das da marschieren. So, wir versuchen sie einzukreisen. Wie gesagt, versuchen. So, er muss jetzt, die müssen weiter nach vorne, nicht dass die jetzt hier von da in die Seite schießen. Rücken Sie auf Pittsburgh Landing vor. Mann, oh Mann. Ah. Jawohl, das sieht ja richtig gut befestigt aus. General Grant richtet seine letzte Verteidigungslinie bei Pittsburgh Landing ein. Sie dürfen nicht zögern. Angriff und Sieg werden unser sein. Ah ja, die Panzerschiffe der USS Tyler, USS Lexington, wurden nicht weit von den Ufern Pittsburgh Landing gesichtet. Sie bedrohen unsere rechte Flanke. Es wäre ratsam, sich ihnen nicht zu nähern. Ah, Pause. Ach so, ja, sag ich doch. Ich habe es ja in der letzten Folge ja erwähnt. Das sind ja zwei quasi Schnipsel gewesen von einem riesigen Schlachtfeld, die jetzt zusammengetan werden. Was ergibt sich da für ein Problem, dass die hier quasi jetzt die hinterlaufen können? Muss ich aufpassen. Und wir dürfen nicht so sehr hier, ich würde sagen, hier schön Platz lassen. Und die weiter einkesseln. Ich werde jetzt wahrscheinlich häufiger auf Pause drücken, weil das jetzt schon ein bisschen größer ist. Müssen wir aufpassen. Ich weiß gar nicht mehr, waren die am Marschieren zurück? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, die müssen jetzt die da töten. Das haben wir ja, müssen wir ja machen. Könnt euch weiter fortsetzen. Und haben kein Supply. Oh, wir können jetzt die Kanonen da angreifen lassen. Ahaha. Hier unterstützen.
Pause drücken, weil jetzt laufen sie ja hier weiter. Das heißt, die können nachrücken, 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 nachrücken. Die sind noch am Bewegen. Ich glaube, ihr könnt euch dann doch hierhin positionieren, damit wir gerade da Feuer kriegen und da weiter weg sind. Und sonst sieht es bisher ganz nett aus. Okay, weiter. Mal die geflankt. Rück. In den Wald zurück, bitte. Pause drücken. Genau da. Und dann, wenn wir die weglaufen, gehen wir da weiter. Mit unterstützen. Ihr könnt da. Weiter vor. Weiter vor. Genau, weiter vor. Weiter vor. Ich meine, das machen die automatisch, aber ich klicke es lieber nochmal einzeln an. So. Und wir müssen aufpassen, dass wir die gleich wieder ein bisschen näher ranrücken. Sind auf Formation. Okay, dann ziehen wir die gleich da weg. Die Kanonen bewegen wir ja schon weg. Quasi durch. Kann sich zurückfallen lassen. So, jetzt mal wieder auf Pause. Jetzt wird es langsam wieder. Die sind gerade nämlich am Flüchten. Das heißt, meine Kanonen können auch ein bisschen weiter. Brauchen sich da nicht hinten da rumlangweilen. Die Kanonen sind immer noch nicht auf Position. Und hier könnten wir jetzt die nach da und hier die Flanke verkürzen. Du musst dich zurückfallen. Marschieren. Fantastisch. Aber wir schießen sie gut zusammen. Wir schießen sie gut zusammen. Pause, Pause, Pause. Nein. Oh. Nein! Ich will meine schönen Kästchen haben. Weiter vorrücken. Hier rückt hier weiter vor. Und die Kanonen würde ich erstmal Feuer einstellen. Feuer einstellen. Vielleicht brauchen wir noch die Munition. Einige haben ja schon kaum Munition. Das heißt Feuer einstellen. Feuer einstellen. Da ich ja das Gefühl habe, es geht ja sowieso um mehrere Tage. Wo ich weiß nicht, was noch passieren sollte, wenn wir das hier gleich einnehmen.
Gucken wir mal. Ihr dürft mal schießen. Ihr seid jetzt so viel marschiert, ihr dürft jetzt mal schießen. Alles eingepreist, es gibt noch die Kanonen dazu. Wir kriegen von der Küste Feuer hier. Alter, wir reichen bis hier hin. Hammer, alter Schwede. So, Kanönchen, bitte kein Tönchen, ne? Lass mal sein jetzt hier. Nicht auf eigene Männer schießen oder so. Irgendwer aufgegeben. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Truppen zu wem gehören. Nee, kann man nicht. Aber ins Kornfeld. Warte mal. Geht denn da ab? Okay, die gehen da in den Kampf. Und die haben... Ach, der hat sich aufgegeben. Oh, fantastisch. Noch mehr Truppen. Yeah, Truppen! Hier sind sie ja gerade alle auf dem Haufen, ey. Naja, lass mal laufen. So. Warte mal. Die werden da Kanonen haben. Die werden da sowas von viele Kanonen haben. Also ich werde da so viel... Verdammte Kanonen. Was sind denn nicht meine Arbeiteinheiten? Sind ja alles meine. Wie wäre es, wenn wir die Gratis-Einheiten... Warte mal. Das passt mir gerade alles nichts. Wieder dahin. Lane. Und Harland sind auch noch meine. Richards auch. Die haben schon echt dick Schaden genommen. Hier alle. Ich werde da jetzt von rechts kommen.
Oder hier so. Das heißt für uns, wir spulen erstmal vor. Ach, ich hab den Ton verpasst. Oder so. Nee, irgendwie ging das. Ja, die haben doch Kanonen auf jeden Fall. Na, warte mal. Wir können mal was Geiles machen. Ich weiß nicht, ob das einen Sinn hat. Ist mir auch Wurst. Wurst-Käse-Szenario. Warte mal. Wir haben doch alle Kanönchen der Welt. Genau. Hierher. Das wäre so fetzig. Das wäre so fetzig. Ah, die machen Ausfall. Das sind ja meine Truppen hier, die gerade in Linie gehen. Ich stelle mir das gerade so richtig toll vor, wenn wir eine Flanke komplett, oder da wo wir angreifen wollen, komplett mit Kanönchen so dran ballern können. Ah, die haben schon keine Munition mehr. Wir brauchen die nächste Munition. Kann man das irgendwo einsehen? Du freiwilliger Trupp, du. Oh, die kommen echt raus. Die sind ja mutig. Ihr dürft schießen. So, ich glaube, meine Leute werden einfach die zweite Linie dahinter sein. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ich möchte meine Leute nicht als Kanonen lassen. Weil ich denke mal, wir müssen sie angreifen, zumindest ja, versuchen zu vertreiben. So, wir dürfen versuchen, die Leute da rauszuschießen. Wie viele Kanonen sind noch? Gehen noch. Munitionsproblem, ey. Empty. Ich versuch mal, dass wir die irgendwie vielleicht auch. Da hinten
ist nichts mehr. Halte die Linie! Ach, der läuft schon. Wird marschiert. Wollt ihr ewig leben? Nein, das wollt ihr nicht. Ach, der ist empty. Scheiße. Jetzt verteile ich hier Munition. Schießen. Ich habe so die Befürchtung, es geht bestimmt wie bei Total War auch immer, dass man da seine eigenen Leute platt machen kann. Das wollen wir nicht. Wir versuchen mal das Zentrum zu schwächen. Hier versuchen wir einfach gegenzuhalten. Richards schützen, müssen mal mit rein. Mal hier hin. Meine einfach nach. Da passiert sie mich schon. Da wird gelaufen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab mich hier vorgesetzt. Oh, wir haben irgendwen erobert. Zurück. Kavallerie mit Orden. Heinrich. Die rennen nämlich auch schon hier. Camper, komm, Horst. Greg. Cochrane. Zurück. Wenn die gleich laufen, Kavallerie hinterher.
mal den Sack zu. Ah, den lassen wir noch offen. Ah, hauen die wieder ab. Dathan, los, kannst Karate oder sowas. Ist nicht so irgendeiner ein Schauspieler mit Glatze? Ah, jetzt müssen wir sie doch knacken, Mensch. Hier, der will weg, der will weg. Hab ich nicht erlaubt. Mal kurz auf Pause, wird wieder hektisch hier. Wird hektisch. Ah, hier haben sich schon... Oh, Leute, ihr müsst da vorne hin, ihr müsst sterben. Bitte einmal sterben. So, wo ist Heinrich? Heinrich, dahin. So, Kanönchen. Wir wandern ein bisschen weiter. Ist nicht so cool, wie ich mir vorgestellt habe. Ah, was ist da hinten los, Pound? Hier schön in die Mitte rein. Pound, du Vogel, ey. Mama mia. So. Die ganzen... Ach, das bleibt. Puh, weiter. Gerade Nahkampf schicken. Camper rennt. Und Brad rennt auch. Scheiße. Sie können die Mission beenden oder den Kampf fortsetzen. Das sieht nicht gut aus, ehrlich gesagt. Die haben sich da gut eingeedelt. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Unentschieden. Der nächste Tag. Der nächste Tag. War das überhaupt jetzt möglich, die da zu besiegen? Weil meine Angst ist jetzt, die rennen jetzt nach und nach. Ich habe kaum Munition. Ich habe sie zwar ein bisschen eingedrängt. Das Problem ist, die werden weiter zum Fluss laufen. Und was haben die beim Fluss? Die Kanonenboote. Dann kriegen wir da nochmal volles Feuer. Und das alles... Ey, guck dir mal an hier. Jeder Trupp ist irgendwie angeschossen. Ach, hier sieht man auch... Ach, da drunter sieht man die Munition. Habe ich bestimmt schon mal gesehen und wieder vergessen. Fuck. Und wir haben schon wieder 45 Minuten gespielt. Ich glaube, wir werden hier mal einen Break machen. Und in der nächsten Folge ist der nächste Tag. Ist der nächste Tag. Und ja, ich denke mal, da wird der Angriff auf Pittsburgh Landing weitergehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, einen Kommentar, Like. Lasst alles da. Ich kann es gebrauchen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.